Hallöchen und herzlich willkommen hier zu meinem 2-Jahres-Special auf YouTube als Let's Player. Und erstmal sorry für die schlechte Bild- und Tonqualität, aber ich mache das Ganze mit meiner Digicam und die ist scheiße. So viel mal dazu. Und ich musste echt lange überlegen, was mag es bestens als 2-Jahres-Special. Da fiel mir die eine Sache ein, die ich schon als 100-Abonnenten-Special machen wollte, die aber nicht so ganz klappte und leider immer noch nicht klappt wegen einiger technischer Schwierigkeiten, da ich dafür noch ein Mikrofonständer brauche und lauter so anderes Zeug. Deshalb klappt das leider noch nicht, aber vielleicht als 200-Abonnenten-Special. Mal gucken. Und deshalb dachte ich mir, mach ich mal als Ersatz eine kleine Roomtour, denn ich glaube, das ist auch gar nicht mal so schlecht. Weil mein Zimmer doch einigermaßen eigenartig oder besser gesagt einzigartig ist. Und deshalb dachte ich mal, YOLO, mach einfach mal sowas. Und wir starten mal mit meinem PC, besser gesagt mit meinem Hintergrund von den K-On-Film. Ein wunderschönes Screenshot, also ein wunderschöner Film. Sehr zu empfehlen. Hoppala, da fällt gleich die Kamera runter. Sehr schön, sehr professionell. So, hier noch der PC. Hier noch die Tastatur und die Maus und das ganze Standard-PC-Gedünse. Hier noch einen Kuchen zum Essen und was zum Saufen, weil ich meistens hier am Futtern bin. Hier haben wir noch mein schönes Mikrofon, was tagtäglich im Einsatz ist. Hier noch normales Bürozeug, Stift und so ein Schwachsinn. Hier direkt darüber haben wir einen wunderschönen Kalender von 2011, der ist schon leicht in die Jahre gekommen, von der schönen Serie Sora no Otoshimono. Heaven's Lost Prophecy. Des Himmel gefallener Schatz oder so ähnlich, keine Ahnung. Ich kann doch kein Japanisch. Wunderschön. Auch sehr gut als Möchtegern-Poster. So, dahinter verstecke ich ein paar witzige Postkarten, unter anderem von Angst der Kühltomaten. Ist dein Gemüse, sonst ist es dich. Geilster Trashfilm ever. Dann noch die tiefwiegende Frage: Frauen oder Alkohol? Alkohol. Hier noch 2 Nutten-Dollar von einer Table Dance Bar. Ein unvergesslicher Abend. Und ja, das war es eigentlich hauptsächlich von dieser Band, das nicht so extrem viel. Das Video wird wahrscheinlich sehr, sehr, sehr lang, da ich relativ viel zu erzählen habe. Vor allem dann später, wenn es in Richtung Games, Animes, Filme und so weiter geht. Aber zuerst einmal die Poster. Hier noch ein schönes Poster von... Ich spoilere mal nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, wie weit ihr da in der Serie schon seid. Ich sag einfach mal Tobi. Da bin ich mal ein bisschen vorsichtig mit dem Namen. Hier noch ein schönes gezeichnetes Bild von mir. Von Daedra, von Akatsuki. Auch von Naruto Shippuden. Mit einem komischen... Bernd das Brotkopf. Ist ein bisschen komisch geformt. Hier noch Happy von Fairy Tail, der ist mir einigermaßen gut gelungen eigentlich. Happiness! Yeah, I saw! Hier fangen meine ganzen Poster an von meinen gefühlten 30.000. Hier eins von Final Fantasy Dissidia. Ich glaube, das kann man einigermaßen gut erkennen, ist doch ein bisschen dunkel hier. Hier noch ein Zeitungsschnitt von Soul Eater. Hier eine Reklame von Ultra Samurai Resurrection. Da eins von Kingdom Hearts 358 2 Days oder wie man das ausspricht. Gibt es auch einige verschiedene Sachen, wie man das aussprechen kann. Oder 2 Days oder 2 Days, keine Ahnung was. Hier noch ein schönes Poster von Afro Samurai, der Serie vor Afro Samurai Resurrection. Hier noch ein schönes Bild von Akira, einen Anime-Meilenstein, einen Anime-Kultfilm. Hier noch ein kleiner Schnipsel, den ich relativ witzig fand, bezüglich der Bibel, da ist einig ab 18 verkauft werden müsste. Auch ziemlich witzig. Hier noch ein schönes Bild von Gaara Sabakuno, im Wüstensack, in seiner, wie ist da die Verteidigungstechnik nochmal, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wo er sich in seinen ganzen Sand so einbuddelt. Und hier ein schönes Bild, wo Sasuke schön verkrüppelt, voller Kunais und Schuriken, fast der Verrecken ist und es sieht richtig, richtig grauenhaft aus und richtig, richtig geil. Ich liebe es einfach. Ja, ich mag Sasuke nicht. Ich finde ihn sehr, sehr, sehr nervig. Deshalb liebe ich das Bild. So, hier geht es weiter mit einem schönen Bild von Black Butler. Oder besser gesagt, Kuroishichi, wie ich die Serie nenne. Nennen sie immer so, wie sie richtig heißt. Hier ein importiertes Poster von Death Note R. Vision of God. Ich glaube, das habe ich von
Ich weiß nicht, entweder von Tokio oder Korea irgendwoher. Hongkong meine ich. Sehr schön. Hier noch eins von Die Welt von Shonen Jump mit relativ bekannten und auch eher unbekannteren Jump-Serien. Ich glaube, das sind alle ziemlich bekannt, bis auf Bubububu Bubububu. Und ich glaube, Ichigo 100% ist auch nicht so ganz bekannt. Aber das sind auch bekannte dabei, wie zum Beispiel Death Note oder Bleach. Oder für die Kategorie Hitman Reborn. Ich glaube, die Serie ist doch ein bisschen zu unbekannt in Deutschland. Was schon echt schade ist. So, dann weiter geht's mit Soul Eater. Müsste schön bekannt sein. Ich hätte unbedingt mal gerne ein Poster von Ashura haben, das ist ja ziemlich cool, aber meistens werden doch eher die Helden abgelichtet. Ist aber schon ziemlich cool. Hier eins von der Banzai von Kyuubi, den neunschwänzigen Fuchs ungeheuer. Das ist nur so kleine Verkaufsverpackungen von einigen Cosplays, das war so ein Schmuckutensilien von einigen Anime-Serien. Unter anderem von Death Note, von Kuroishichi. Hier ein sehr, sehr, sehr schon ein einmäßiges Bild von Cruel Sutcliffe. Sehr, sehr interessant. Dann noch was von Bleach. Nochmal Solid da. Das hier war der Ring von. Welcher Ring war das? Ich glaube, das war von. Orochimaru war es, glaube ich. Genau, Orochimaru ist Akatsuki-Ring. Als ehemaliger Akatsuki, da habe ich immer ein Cosplay dazu gemacht. Da blende ich mir kurz ein Bild ein. Guckt, wie schön ich bin. Wunderbar. So. Dann geht's weiter mit einem Poster von Gans. Einen Film, wo meine beiden Lieblingsschauspieler dabei sind. Kenichi Hatsuyama und Tatsuya Fujiwara, auch bekannt als L und Light von Death Note. Hier ein Poster von Eden of the East, aka Higashi no Eden. Eine sehr interessante und ziemlich tiefgründige Serie, die ich sehr empfehlen kann. Hier so ein Klamotten, das ist nicht schon interessant. Hier ein Poster von Lollipop Chainsaw, auch in einem Game von Suda51, der auch Lollipop Chainsaw, sag ich ja gerade, der auch Killer is Dead verbrochen hat. Vielleicht mache ich das auch mal das Display. Muss ich mal gucken. Hier noch ein paar Bilder von Kumiko da, von Miyabi. Hier noch ein Bild von Koneko, was ich eigentlich nur witzig fand wegen diesem Mops hier. Ich stehe auf Möpse. Hier ist noch Werbung von Ikaru Merchandise. Und hier noch zwei von Helsing. Wobei ich das ziemlich geil finde. Natürlich kann man ein bisschen seltsam lesen, aber. Oh, hardest was your victory? Kann man hier. Ne, kann man nicht lesen, sorry. Hier noch ein kleines Werbungsding von Any Cosplay. So, dann kommen wir mal zur Tür. Mit einem Bild von Dragon Ball GT oder besser gesagt von einem Poster. Hier hängt normalerweise auch ein Poster, aber das fällt immer runter, deshalb lasse ich das einfach mal. Hier noch ein sehr, sehr schönes von Kuroishichi. Das habe ich von der Leipziger Buchmesse mal mitgenommen vor ein, zwei Jahren. Hier noch ein Schlüsselband von Super Mario Galaxy 2. Auch wenn ich es gar nicht zocke, aber ich finde das schon ziemlich cool. Hier ein Poster von Dear Angry. Einer Band, die ich schon lange nicht mehr richtig gehört habe, aktiv, aber. Früher habe ich die verdammt oft gehört und die fand ich schon ziemlich cool, deswegen hier noch ein Poster. So, das kleine MIDI-Poster von Naruto, von den Alternativzeichnungen von Naruto, Sasuke und Sakura. Ich finde vor allem Sasuke ziemlich interessant, wie er aussieht. So sollte er normalerweise aussehen. Ist schon interessant. Das ist aus den Naruto Special Band, die Schriften des Ryo. Hier noch ein Poster von Bleach, das ich glaube ich auch gesehen, irgendein Magazin oder so, das weiß ich schon gar nicht mehr. Das hier ist vom Sonderband vom ersten Bleach-Band, der extra dafür gemacht wurde, da der Zeichner von Bleach bald zur letzten Buchmesse kam vor ein, zwei Jahren. Da kam so ein extra Band raus und da war dieses Poster drin, sieht auch sehr schön aus. Und hier geht es weiter mit Bleach, mit den kleinen Postern vom ersten, zweiten und dritten DVD Volume, genau. Im vierten war leider keins drin, aber dafür habe ich hier noch eins von auch einem Bleach Sonderband. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das hieß. Mit dem ehemaligen Vize und
Hauptmänner und Vizehauptmänner, genau, von den ehemaligen, von früher noch. Sehr interessant. Hier noch ein Schnipsel zur Werbung von Bleach, den DVDs, wo leider nur 5 rauskommen, von denen ich leider nur 4 besitze. Echt schade, aber naja. Die Serie 366 Folgen kann man kaum alle reinbringen. Und hier geht's weiter mit den Postern von Death Note, die in den DVDs dabei waren. Vom 1., 2. habe ich leider nicht, 3., 4., 5. habe ich nicht, 6., 7. habe ich nicht und vom 8. Das Bild sieht richtig, richtig cool aus. So, hier drunter ist noch eins von Helsing. Hier noch eine kleine Werbung zu den Death Note DVDs. Und zu den Death Note DVDs auch, wo alle aufgelöst sind, alle 8. Hier noch eins von der Animania zu Rotten World Death Note. Ich finde das ziemlich cool. Und hier noch ein kleines Bildchen von DNA 2. Werden wahrscheinlich die wenigsten von euch kennen, aber das ist schon. Ich finde das Bild sehr verdammt cool aus. Und deshalb hängt es da. So, soweit so gut. Der Video wird doch ein bisschen länger als gedacht, war mir schon irgendwie klar. Deshalb machen wir weiter mit den Postern, die hier rumliegen, oder besser gesagt, was hier so rumflackt. Unter anderem ein Spiel, von dem ich gerade gequatscht habe, von Lollipop Chainsaw. Auch vom Grasshopper Manufacture, beziehungsweise von, wie es hinten auch steht, von, da kann man sehr gut sehen, von Suda51. Ein Spiel, was ich vielleicht auch mal jetzt spielen werde, muss ich mal gucken, ob ich das zeitlich irgendwann mal auf der Kette kriege. Leider die zensierte Version, wenn ich das mache, dann ist es unzensiert natürlich. Dann noch Kill Dead, was ich noch heute noch aufnehmen werde, so ein weiteres Stückchen. Dann zocke ich noch aktuell ein bisschen Persona 3 noch, nebenbei. Und dann geht es weiter mit den nächsten Postern. Poster en masse. Das ist ein schönes, was mir vom Vortrag gekauft habe zu Killer is Dead. Spiegelt so ein bisschen, aber naja. So, darunter haben wir eins von GTA 5, was ich eigentlich auch noch aufhängen wollte. Darunter ist eins von Death Note mit Misa Amane. Sehr schön. Hier noch anderes von GTA 5, das ich eher weniger schön finde. Das finde ich das hier schon ein bisschen erotischer. Und ja, so viel mal dazu. Ich mache mal eine kurze Pause und gleich geht's hier weiter. So, und weiter geht's mit meiner kleinen Roomtour. So, ich habe leider nur so eine kleine Speicherkarte, deshalb kann ich nur höchstens 12, 13 Minuten aufnehmen, wenn es weiter geht. Aber dafür geht es schon weiter. Mit etwas sehr Interessantem, nämlich meinen Videospielen. Hier haben wir, ich lese mal eher vor, denn da kann man so eher weniger was sehen. Die Game Boy Player Startup Disc für die Nintendo GameCube, für den Game Boy Player. Damit man hier bei der GameCube die ganzen Game Boy Advance und Game Boy Color Spiele so zocken kann. Richtig cool. Dann Metroid Prime, Harvest Moon, A Wonderful World, Rocky. Den schlechtesten Spiel, das ich habe für die GameCube. Echt für den Arsch. Dann Dragon Ball Z Budokai, was ich mal jetzt played habe. Tony Hawk Underground 2 für die GameCube und meine beiden Wii U Games Zombie U und Darksiders 2. Da kann man gar nichts lesen. Hier noch ein Horrorspiel, was ich auch mal vielleicht mal jetzt playen werde. Ich hatte das schon mal vorgehabt, aber bisher kommt es noch gar nicht dazu. Ein japanisches Horrorspiel namens Kuon ist leider nicht so gruselig, wie es eigentlich aussieht, aber mal gucken, vielleicht mache ich es irgendwann mal. Dann noch Dirt of Cerberus. Eines meiner absoluten Lieblings-Playstation 2 Games, Dragon Quest Teil 8, die Reise des harmonischen Königs. Wunderschönes Rollenspiel. Dann meine Lieblingsgames Kingdom Hearts 1 und Kingdom Hearts 2, Brutal Legend für die Xbox 360 und Sword für die Xbox 360. Die Spiele habe ich noch, da ich leider ein bisschen Schwierigkeiten habe im Internet die 18er Games zu verkaufen, da habe ich ein bisschen Schiss davor, ehrlich gesagt. Und hier geht's weiter. Ah, da sieht man gar nichts mehr. Mach mal Licht. Aber nicht gerade so viel besser. Aber okay. Hier haben wir Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3. Dragon Ball Z Battle Set, was ich mir dann doch geholt habe. Weil ich irgendwie doch Bock drauf hatte. Hier haben wir noch Catherine, was noch aktuell läuft. Dann geht's hier auf 5. Saints Row 4 habe ich auch noch hier, genau. Dann ein weiteres One Piece Spiel. One Piece Grand Adventure. Was ist das weitere Spiel? Ich glaube, wir sind nur das eine.
da ich mir noch nicht die Gens für die PS3 dazu geholt habe. Und hier haben wir noch, ich ziehe sie mal alle raus, damit man sehen kann, ein Herr der Ringe Spiel, was ich noch gar nicht gezockt habe, da ich kein großer Fan davon bin. Dann ist es die Reihe Assassin's Creed 1, Sleeping Dogs, was ich auch mal angefangen habe zu Let's Playen, aber aufgehört habe wegen Square Enix und so, da hatte ich doch ein bisschen Schiss davor, und mittlerweile ist die Version, glaube ich, sogar indiziert in Deutschland, das dürfte ich gar nicht zocken, oder besser gesagt hochladen. Dann haben wir hier noch Zurück in die Zukunft, das Spiel, was ich auch Let's Played habe, ich mache ein bisschen Werbung dafür, für meine alten Games. Dann Yu-Gi-Oh! Power of Chaos, Kaiba the Revenge. Den ersten BlazBlue-Teil, BlazBlue Calamity Trigger. Was vor kurzem bei Steam rauskommt, was ich mir eigentlich kaufen würde. Da ist dann bei Steam und nicht bei Games for Windows. Ich bin jetzt irgendwie so beschissen mit Games for Windows, aber mit Steam wäre schon ein bisschen besser. Aber zweimal das gleiche Spiel wäre auch ein bisschen blöd. Und noch Devil May Cry Special Edition Dantes Erwachen. Ein verdammt cooles Spiel, was aber leider ein bisschen schlechte Steuern ist. Ich kann nämlich die Steuerung nicht so gut umstellen. Und aus irgendeinem Grund kann man es gar nicht so gut aufnehmen. Das würde da schon längst ein Let's Play laufen, aber naja. So viel zu meinen Games, die ich mir aufgestellt habe. Da ist hier oben so ein kleines Werbedings, so GTA 5, so ein Vorbesteller-Gedöns, was auch ziemlich cool aussieht. Dann haben wir hier noch ein Katana, also ein so eine Art Dekorationsschwert. Zeige ich nur mal so ganz kurz. So ein Schwert ist es. Ist aber stumpf, also ich kann damit keine Leute töten. Was mir auch ein bisschen zu blöd. So. Hier die Lampe, die ich gerade ein bisschen angemacht habe, damit man auch was sieht. Was jetzt schön blendet. Hier noch meine Convention Bag, mit der ich meistens auf den ganzen Conventions unterwegs bin. Meistens auf Animog und Konichi und Animagic. Hier noch ein schönes Bild von Che Guevara, was jetzt ein bisschen leicht überblendet ist. Hier noch ein Sombrero, warum auch immer. Und eine Rose, wie romantisch. So, hier ist noch mein Ausziehsofa, dem ich meistens penne, wenn ich Wochenende ein bisschen zocke und hier gleich ein bisschen penne. Hier noch zwei asiatische Zeichen, von denen ich nicht weiß, was sie bedeuten. Ich finde es schon ziemlich cool. Und hier muss sein das Poster von Mr. Steiner, was fällt immer wieder runter. Hier auch das von GTA. Und wo ich dann das coole von Kill is Dead, Tim Pop, weiß ich doch gar nicht, aber da finde ich schon noch was. So, soviel dazu. Dann kommen wir mal zum Heiligsten des Heiligen. Nämlich zum Rest der Games. Hier ist mein kleiner HD-Fernseher. Hier die Wii U plus das Wii U Gamepad plus meine Hopwatch HDPVR2 Gaming Edition, mein Aufnahmegerät dafür. Hier unten ist noch die ganze Kiste mit dem ganzen Kabelzeug da. So, hier ist das ganze Kabelzeug für die Konsolenaufnahme. Und hier das ganze Zeug für die zum 3DS aufnehmen. Ist auch ganz viel Kabelzeug. Aber das verstecke ich mal, das ist ein bisschen leicht. Mülliger sieht. Best Movie ever. So, wieder zurück zum Games-Zeug. Hier ist die PlayStation 3. Hier haben wir die restlichen Konsolen, unter anderem Nintendo GameCube, PlayStation 2 und die gute alte Super Nintendo mit Super Mario. Und was ist das? Super Mario World. Genau, ich wollte schon Super Mario Lenz haben. Und hier drunter ist noch alles kaputt, sehr schön. Ein Traum wird wahr. So. Hier habe ich ganz, ganz, ganz viel Controller und ganz, ganz viel Handhelds und kleine Gameboy-Spiele und andere Sachen. Unter anderem der Gameboy Micro. Mein Gameboy Advance. Ganz viele Super Nintendo Controller und PlayStation 2 Controller. Hier ein Limited Edition Nintendo GameCube Controller zur 2002 FIFA World Cup Korea Japan. Und ja, hier noch ein paar Spiele, die kann ich auch mal kurz zeigen.
So, das sind da so Speicherdinger, das ist nicht interessant. Hier auch noch was. So. Hier haben wir Yoshi's Island, Super Mario Advance 3, Yu-Gi-Oh! World Wide Edition, Pokémon Gelb, Pokémon Rot, ein altes Rennspiel für den Game Boy, noch ein Rennspiel, Yu-Gi-Oh! Destiny Board Traveler und Final Fantasy Tactics Advance. Und hier mein Game Boy Advance ist noch Pokémon Smaragd. Und hier müsste eigentlich Dawn of Souls drin sein, also Final Fantasy 1 und 2 genau. Was ich auch schon nebenbei zocke, wenn ich dafür Lust und Zeit habe. Und immer noch die Schachtel von Yoshi's Island, Yu-Gi-Oh! Der heiligen Karten, Pokémon Saphir, Pokémon Gold, oder? Genau, Pokémon Gold. Pokémon Blau auch mit Spiel, oder? Komm raus, keine Nummer. Da ist auch noch drin. Und eine Schachtel von Tactics. So, dann räume ich gleich wieder ein. Was für ein Sauschnell. So. Gut, das sollte uns auch nicht kaputt gehen. Die sind dafür schon schön robust gebaut. Was für ein Sauschnell. Gut, soviel dazu. Hier habe ich noch Tales of Graces F für die PS3, was ich auch nebenbei noch ein bisschen zocke. Und hier sind meine DS und 3DS Games. Unter anderem One Piece, Romance Dawn, Nezuma Level 3 Explosion, was ich übrigens schon durchgezockt habe. Richtig, richtig geil. Und vor allem, es gibt hier 10 Fußballtouren. Im ersten Teil gab es nur 1 oder 2 und hier gibt es sogar 10. Das ist so krass. Und ja, jeder einzelne wird gezockt. Ich freue mich, das wird ein 1000 Jahre Projekt. Aber das wird richtig geil. So, dann haben wir Kingdom Hearts 3D, Dream Drop Distance, Mario Kart 7 und Super Mario 3D Land. Ich glaube, die beiden Games hat jeder, der einen 3DS hat. Cubic Ninja, 999, 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Ein bekanntes Visual Novel Game, was ich vielleicht auch mal irgendwann mal jetzt playen werde. Das Problem ist nur, das ganze Game ist auf Englisch und das wird doch ein bisschen blöder, ist doch sehr Text aus der Küste, noch mehr wie Phoenix Wright, deshalb muss ich das mal gucken. Dann Kingdom Hearts 358 2 Days oder einfach nur Days, wenn man es auch ausspricht, keine Ahnung. Pokémon Schwarze Edition 2, Pokémon Platin, Final Fantasy 3 und Kochkurs. Das beste Horrorspiel ever. Wieso habe ich mir das gekauft? Ich weiß es nicht. So, dann türme ich mal wieder alles auf und dann kommen wir gleich mal zu meinen paar Blu-ray-Games und zu meinen Serien. Muss ich auch noch zeigen und dann kommen noch die ganzen Filme und Animes und meine Vitrine. Da habe ich ganz viel Zeug. Also, ich glaube, das Video wird wahrscheinlich so 30 Minuten lang werden. Ich habe so viel Scheiße zum Zeigen, das gibt's gar nicht. So, das hier noch und das hier noch und das hier und das hier und perfekt. So, dann mal kurz meine paar Blu-ray-Filme. Hier habe ich Noobs, ein kleiner Gaming-Film über ein paar Leute, die in ein Gears of War 3 Video Game Championship dabei sind. Echt ziemlich witzig. Dann natürlich den Film Django Unchained. Jetzt finde ich richtig geil. Wollte ihn eigentlich mal im Kino gucken mit ein paar Kumpels, aber leider kommt es wieder zu. Aber der Film ist richtig genial. Dann Her. Ist ein bisschen blöd zu erklären, warum ich den Film habe, aber ich habe den früher schon so oft geguckt und ich finde den Film so witzig und so cool. So eine schöne Mischung aus Musical und Freiheit und hat auf jeden Fall eine richtig schöne Story und ich finde den Film ziemlich cool, deshalb habe ich den. Und einen richtig krassen Horrorfilm namens Kaminfeuer Special Edition. Ruhe und Entspannung. Da brennt die Hütte. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das war so ein billiger Film, den ich mal gekauft habe, als ich mir den Fernseher geholt habe. Um mal zu gucken, wie krass Blu-ray ist. Und ist das krass. So, das war es mal dazu. Und ich mache nochmal einen kurzen Cut, da die Karte schon wieder langsam voll wird. Und weiter geht's danach mit meinen Serien, mit meiner Vitrine. Ich hoffe, da halte ich mich nicht so lange auf. Mit meinen Filmen und mit meinen Animes.
und vielleicht auch mit den Mangas. Muss ich mal gucken, ob ich da noch Zeit habe. Aber naja, bis gleich. So, jetzt sind wir fertig mit den DS und 3DS Games. Und damit wir ein bisschen mehr gucken zu den Serien, habe ich mir meine wunderschöne, coole Stehlampe angemacht. Ich habe übrigens auch so... Wie heißen die? Ich kenne mich noch nicht so aus. Ich glaube, das heißt irgendwie so Fenster... Nicht Rollläden, so Fenster... Was weiß ich nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall sind da auch so Schriftzeichen drauf. Hier übrigens auch bei den anderen Fenster. Also wie ihr seht, überall so Schriftzeichen en masse. Hier ich glaube ich auch eine komische kleine Lampe auch mit zu zeichnen. Also Zeichen habe ich wirklich ohne Ende. Das sieht ziemlich krass aus. Und ja, ich habe mir die Lampen angemacht, damit wir ein bisschen mehr von den Serien sehen. Unter anderem die, wie ich finde, richtig geile Serie, die leider ein bisschen zu unbekannt ist, nämlich Misfits. Die Serie ist zwar ein bisschen leicht krass, auch von der Vulgärsprache her, aber ich finde die Serie schon ziemlich geil. Eine wunderschöne Serie über Actionhelden, die ich sogar richtig cool finde. Also ihr könnt Mega Man, Superman und so weiter nicht so viel anfangen, aber die finde ich schon richtig krass. Dann haben wir noch Californication, ich zeige es mal lieber so, wenn man es ein bisschen lesen kann. Dann die erste und zweite Staffel von Dallas, dem Original Dallas von 1832 oder wann es rauskam. Beavis and Butthead Staffel 1. Die ersten drei Staffeln von Dexter, die ich aber irgendwann mal von DVD auf Blu-ray ersetzen werde. Auch wenn ich sagen muss, von Dexter, die letzte Staffel, die finde ich irgendwie richtig scheiße. Auch das Ende, das ist so kacke. Aber naja, ist ein anderes Thema. Dann Staffel 5 bis 7 von How I Met Your Mother. Die ersten beiden von The Walking Dead. Die dritte hole ich mir auch mal demnächst. Und die ersten 5 von Big Bang Theory. Und immer wenn ich Fernsehen gucke, kommt irgendeine Folge von der 6. Staffel. Ist heute auch so passiert. Man wird so gespoilert, das gibt's gar nicht. So, das war im Schnelldurchlauf meine ganzen Serien. Und jetzt geht's weiter mit. Als Beste lasse ich mal für den Schluss offen, also das kommt ganz am Ende. Und jetzt machen wir weiter mit meinen Filmen. Auch mal lesen im Schnelldurchlauf. Hier haben wir ganz oben die. Ich hole sie mal runter. Ich hole mir mal einen runter. Police Academy, die Complete Collection mit allen 7 Police Academy Filmen. Richtig, richtig cool. Also ich stehe schon ziemlich auf ältere Filme und Serien, wie ihr vielleicht schon bald merkt und gemerkt habt. Dann haben wir noch ein paar Filme, unter anderem Cradle of Fear, Dahmer über den Serienmörder Jeffrey Dahmer, I-2, ein japanischer oder koreanischer Horrorfilm, Angriff der Killer-Tomaten. Richtig creepy. Dann The Ugly, auch so ein asiatischer Horrorfilm. Der Ali G Show Bruno Edition mit so Bruno Clips. Die Arschloch Edition mit den beiden Arschloch-Filmen. Transfer Surprise Periode 1. Und dann geht's weiter mit so 1 bis 2, 3, 4 aus Österreich, unrated. Die ungeschnittene Fassung. Alte Nachfindung einfach noch kacke, die habe ich nicht geholt. Dann die Hills of Ice. Dann Jack Butt, der Timmy Movie. Wahrscheinlich auch niemand von dir kennt, das ist so eine Art Jackass-Film mit den ganzen Schauspielern, die einige US-Serien und Werbespots und so weiter parodieren. Richtig krass. Ist aber, ja, wie Jackass, einfach nur Geschmackssache. Dann eine schöne Dokumentation über Metal. Dann ein Möchtegern-Porno. Die schönsten Traumfrauen der Welt in HD, auf DVD. Mit das zeige ich mal lieber nicht. Ein sehr schöner Film. Komm schon, geh rein. Geh rein, du Schlampe. Dann noch Borat, Monsters of Metal, die Ultimate Metal Compilation Volume 2 mit einigen Metal Musikclips. Final Destination 1, ein kleiner Doku-Film über Japan. New Kids Nitro, House of X, Battle Royale, auch mit meinen beiden Lieblingsschauspielern. Soweit ich weiß. Ich glaube schon. Life at Wacken 2007. Rammstein Völkerball, Cursed, ein japanischer Horrorfilm, der eigentlich ziemlich witzig ist, Takien, ein koreanischer Film, dann der Klassiker, die Geisha, Terminator 3, Rebellion der Maschinen, Ed Sheen über den Serienmörder Ed Sheen, John Rambo, der letzte Rambo-Film, Die Welle, wobei ich den Film einiges besser finde wie den Film, vor allem das Ende, dann den bekannten Horrorfilm Hostel, dann Folterbox, das ist so eine Box mit 5 extrem schlechten Horrorfilmen, aber ich dachte mal, die hole ich mir mal.
Auch weil ich muss immer ein bisschen aufpassen, denn ich habe oben ein paar Energy-Drink-Dosen, ich will die nicht runterschmeißen. Ich habe es mir auch mit einem Draht deshalb geholt, weil da so ein bisschen Möchtegern-Blut drin ist und ich finde das irgendwie ziemlich witzig. Ja, mit sowas kann man mich ködern. Bleib hier, du Flasche. So. Dann geht's weiter mit Final Destination 4 in 3D. Mensch, Markus mit Markus Miriam Profitlich, ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Den ersten Film von Harry Potter. X-Cross, ein Action-Horrorfilm aus Japan. Screaming Birthday, ein Answer Live DVD-Gedöns. Dann von Metal Hammer irgend so eine auch mit einem Musikvideo DVD-Dingsbums. Dann natürlich, wie könnte es anders sein, die grausamsten Serienkiller. Eine Dokumentation über alle Serienkiller, die es gibt. So, passend dazu habe ich die Nightmare on Elm Street DVD Collection mit den ersten Teilen von Teil 1 bis Teil 7 und natürlich Freddy vs. Jason. Wie gesagt, ich stehe einfach übelst auf die alten Filme und natürlich auch auf die alten Horrorfilme. Denn mit so kann ich wenig anfangen, aber mit Freddy Krueger, Michael Myers, Jason Voorhees und so weiter, die liebe ich. Richtig, richtig geil. So, Slam Dance for Tolerance, das werdet ihr wahrscheinlich nicht kennen, das ist so ein Zusammenschnitt von ein paar örtlichen Metal-Bands, die in der DVD-Collection gemacht haben. Werdet ihr nicht kennen. Dann Ted mit den ziemlich witzigen Teddy-Bänden, den finde ich richtig geil. All Night Long 2, aka Atrocity. Einer der kränksten Filme Japans, die ich je gesehen habe. Also vielleicht den dritten Teil, den habe ich noch nirgendwo auf DVD gesehen. Den habe ich sogar bei uns in Deutschland auf dem Flohmarkt gesehen, den zweiten Teil, richtig krank. Dann Ikigami, der Todesbote. Auch ein sehr tiefgründiger Film. Dann Checkers 1, 2 und 3. Heart Eater mit Robert Englund, den Darsteller von wie heißt er nochmal, der von Nightmare on Elm Street, der Trottel? Natürlich von Freddy Krueger, natürlich. Hier noch ein koreanischer Film namens The Phone, den ich nie geguckt habe, da ich ein bisschen langweilig finde. Where the fuck is Santa? Ein, den ziehe ich auch mal kurz raus, das ist ziemlich interessant. Ja, Fall runter, darauf habe ich gewartet. Von Bam Margera. Den Film wird wahrscheinlich keiner von euch kennen. Darum geht's, dass er seiner Freundin ein schönes Weihnachten bescheren wollte und dafür ist er nach Dings gereist, wo der Weihnachtsmann wohnt und wollte ihn holen. Dann hat er ihn nicht gefunden, ist aber bei irgendeiner Kneipe, hat so einen Typ aufgerissen, der aus dem Weihnachtsmann und hat ihn dann abgefüllt und nach Hause gesteppt. Das ist zumindest das Ende vom Film. Der ist aber richtig, richtig krass und kann ich sehr empfehlen. Wie gesagt, von Bam Margera. Der Jack es kennt, wird ihn schon kennen. So. Dann Hangover 1 und 2 und Death Note L Change the World. Das kann ich auch mal zeigen, da hat sich nichts mehr runterfallen kann. Ich finde das Cover so geil. Richtig, richtig schön. So. Dann, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, da oben stehen ein paar Monsterdosen. Alle Monsterdosen, die ich jetzt bisher so ausgesüffelt habe, die sammle ich jetzt erst seit ein paar Monaten, seit ein oder zwei Monaten, also ich habe da noch nicht zu extrem viel. Und auch die paar Exklusiven von Call of Duty Ghost, weil ich auch schon zwei. Und noch ein paar von Relentless, die ich aber eher weniger schön finde, oder von Rocks Energy, denn ich finde die von unter 10 irgendwie schon am coolsten aus. So. Dann geht es weiter zum Herzstück, nämlich zu meiner Anime-Sammlung. So, da haben wir Afro Samurai, Afro Samurai Resurrection, Bleach 1 bis 4, Death Note 1, 3, 4, 6 und 8, den ersten Final Fantasy Film, Die Mächte in dir, dann 3 der 4 Dragon Ball Filme, die vierte haben wir noch gar nicht geguckt, aber ich denke, es werde ich irgendwann auch mal den nächsten nachholen, dann den Dragon Ball GT Film, Son Goku Junior, der die Dragon Ball Saga komplett abschließt, also das ist wirklich komplett am Ende. Dann der Klassiker Chihiros Reise ins Zauberland, Volume 1 bis 5 von School Rumble von Tokyo Pop, die auch mal vor langer, langer Zeit mal DVDs rausgebracht haben, die allerdings da weniger Erfolg hatten und irgendwann gab es die DVDs nicht mehr und die findet man sehr, sehr, sehr schwierig. Oder wenn, dann sehr teuer, deshalb habe ich da nicht das Ende der Serie. Dann ganz 2 und 3.
ein paar Animania-DVDs, die ich mal so ausgedruckt und zusammengeklebt habe und alles. Otaku no Video. Ein sehr, sehr bekannter Film, den ich jeden Anime finanziert sehen kann. Sehr, sehr, sehr geil, sehr, sehr, sehr klassisch. Dann noch auf VHS, ja, das habe ich auch noch. He-Man and the Masters of the Universe. Teil 11. Dann noch Astro Boy, der Film. Hier noch ein paar importierte Serien. Unter anderem Majin Tensei no Gami Niro. Dann von früher noch Kuroishichi. Eine sehr geile Serie, die ich allen Metal-Fans hier ins Herz legen kann. Detroit Metal City. Richtig cool. Und noch Chaos Head. Die Serie finde ich jetzt eher nicht so richtig geil. Ich habe zwar eher so keine Fehlkraft, aber sieht gar nicht mehr so extrem schlecht aus. Und die Story ist ein bisschen leicht verwirrend, sagen wir es mal so. Dann die erste Volume von Genshiken und Rune Soldier. Hier noch Soul Hunter, die siebte DVD, siebte VHS, Videokassette, Dingsbums. Dann noch eins von Gunslinger Girl und Michiko und Hatchin. Die waren beide dabei bei irgendeinem Anime Pack oder Vorbesteller Premium Pack Dingsbums bei der Animagic vor ein, zwei Jahren. Dann Vampire Hunter, die den zweiten Death Note Special, den ich auch irgendwo mal, glaube ich, importiert habe oder so. Death Note R, als Successors. Richtig geil. Jetzt aber wieder der erste Death Note Special Film, also dieser hier. Nur so eine kleine Zusammenfassung von den ganzen Ereignissen, also das eher von dem von Anfang bis zu Els Tod und das von Els Tod bis zum eigentlichen Ende, also eher so eine Zusammenfassung. Ist aber schon ziemlich cool. Dann Devil May Cry 1 und 2 plus Devil May Cry Collector's Edition. Das kann man gar nicht zählen. So. Dann natürlich. Ja, was ist das denn? Inazuma 11, 1 bis 4. Alle DVDs richtig, richtig geil. Auch wenn ich nicht ganz checken, wenn am Ende von der ersten Staffel schon so viel auf den Cover spoilern kann. Das kommt da gar nicht alles vor, ich check das nicht. So, dann noch meine paar Blu-ray-Serien, unter anderem Eden of the East, Higashi no Eden, den letzten Detective Conan-Film, der 11. Stimme, sehr spannend. Und der letzte Film von One Piece, One Piece Sets. So, und oben habe ich noch Betum mit den ersten beiden DVDs, oder besser gesagt Blu-rays, die es dafür gibt. Und ich sehe gerade, die Kamera läuft langsam aus und ich mache einen kleinen Cut. Und dann geht es weiter hier mit der Creme de la Creme meiner Vitrine. Bis dann. So, und last but not least kommen wir nun zu meinem Herzstück, meiner wunderschönen beleuchteten Vitrine. Vollgestopft mit lauter Plüschis, Figuren, Karten, Heften und lauter kleinen Krimskrams. So, und ich starte mal hier oben mit dem passenden Bayernbärchen. Tja, da ich nämlich aus Bayern komme, wie vielleicht ein paar von euch wissen, also normalerweise rede ich euch so, und das mir die wenigsten versteht, deswegen rede ich Hochdeutsch. Also dachte ich mal, setzen wir mal irgendwo so ein kleines Bayernbärchen hin und das tue ich einfach mal hier. Direkt dahinter passend ein schönes Onigiri-Plüschi. Also wir schon das zum Futtern. Dann haben wir eine kleine, oder besser gesagt eine große Tüte von Animax und Animania. Da drin sind viele tausende Tüten drin, unter anderem auch von Animania, vom Gratis Comic Talk vor ein, zwei Jahren. Bin hier von Comics in Leipzig, von Neo Tokyo, von nochmal Animania. Und ja, eher so Tüten mit Manga und Anime Covern und extrem viel von so, ja, kleinen Heften, kleinen Werbedingern, kleinen Leseproben und ganz, ganz, ganz viel Zeugs, das lasse ich einfach mal so liegen. Bin gerade ein bisschen voll zum Aufräumen. Und ja, dann geht es hier weiter mit einem schönen großen Plüschi von, das kennen vielleicht ein paar von euch, die Serie. Das ist nämlich von Cheese Sweet Home. Eine in Japan sehr beliebten Kinderserie. In, was glaube ich so in so einer Art
Morgen Tag erzählen oder was man kommt, das ist nur so eine 2 bis 3-minütige Anime-Serie ist, aber in Japan sehr beliebt, hat auch 2 Staffeln mit über 200 Folgen insgesamt, glaube ich. Das steht über der ersten Box von Assassin's Creed. Passt doch sehr gut. So, und da kommen wir nun ins Heilige der Heiligen. Inner dieser wunderschönen Vitrine, und ich muss mich ein bisschen beeilen. Ich laber so viel. So, wir beginnen mal hier mit einem schönen Plüschchen von Desekit, der ein klein bisschen schielt. Von Solita. Hier ein kleines Täschchen mit Happy von Fairy Tail. Mega Man von Mega Man Anti-Warrior. Der einzigen Mega Man-Reihe, mit der ich einigermaßen was anfangen kann, von Anime her. Hier ist Naruto von Naruto Shippuden. Durch die Figur hier weiß ich noch gar nicht mehr. Das ist wahrscheinlich so ein Möchtegern Gundam Mecha-Figürchen, keine Ahnung. Habe ich auf dem Flohmarkt gesehen und fand das ziemlich cool, also habe ich es mal gekauft. Hier ist Schattenborn, der allererste Herzlose, den man bei Kingdom Hearts sieht. Und ich finde, der sieht einfach übelst genial designt aus. Sieht richtig krass aus. Hier ein Plüschchen von Misa Amane von Death Note, also von dieser Lady hier. Wunderschön, ich stehe auf die. Dann noch 3 Figuren vom Clamp Schach Figurenkabinett. Das ist, glaube ich, Turmspringer und Bauer, soweit ich weiß. Hier ist eine Figur von. Ja, wer ist das? Das ist natürlich Son Goku. Völlig aus dem Schlauch gestanden. Son Goku als zweifache Super Saiyajin, wahrscheinlich Dragon Ball GT oder was, da er nur so klein ist. Hier ein ganz, ganz seltener Plüschchen von Tanaka von Black Butler. Von denen gibt es relativ wenig Plüschchen, da bin ich schon froh, dass ich einen gekriegt habe. Das ist ein kleines gebasteltes Cosplay, das war. Da bin ich mal kurz ein Cosplay-Bild ein, wo ich die in der Hand halte. Und dahinter ist ein ziemlich cooles Bilderband von Tokyo, Tokyo Clash. Wo man unter anderem auch sehr, sehr, sehr interessante Bilder von Japan sieht, die man so eigentlich gar nicht sieht. Unter anderem auch von japanischen Werkstätten, wo einfach mal so Manga-Figuren, besser gesagt so Manga-Zeichnungen dargestellt sind, zum Ölwechseln oder zum Reifenwechseln. Sieht man auch sonst sehr selten oder andere relativ selten gesehene Bilder. Sehr interessant, ist aber relativ teuer, das ganze Büchlein. Das da hinten ist ein kleines. Ich will nicht sagen, ich meine, ich suche es mal heraus. Sieht man jetzt ein bisschen schlecht, muss ich jetzt aufpassen, dass nichts rausfällt. Ich halte mich da viel zu lange auf. So. Hier sind so Bilder drin, so Death Note Motive. Keine Postkarten da hinten, die ganzen Death Note Regeln drauf sind, das sind relativ viele Bilder. Ich habe auch mal irgendwann gekauft, das sind auch teilweise wirklich wunderschöne, hochwertige Bilder dabei. Ob das jetzt Postkarten sind oder Sammelkarten, weiß ich gar nicht, aber ich finde das schon ziemlich cool. Davon gibt es noch ein zweites, aber das habe ich noch nicht gefunden irgendwo, nur im Internet. Und importieren ist mir dazu doch ein bisschen leicht zu teuer. So, das war die obere Reihe. Dann kommen wir hierzu. Das sind Postkarten von Katekyo Hitman Reborn, oder besser gesagt Reborn, die bei uns nur als Manga erhältlich sind, obwohl die Serie schon das Potenzial zu einer richtig geilen Mainstream-Serie hat, aber naja, man kann nicht alles haben. So, da weiter in die mittlere Schiene mit einem Death Note und einem L Nendoroin oder Nendoroin, oder wie die heißen, ich weiß nie, wie die heißen, auf seinen Stühlchen. Dann noch eine Figur, einige Figuren, hier unter anderem eine Figur, die ich nicht kenne. Hier eine schöne Figur von Chopper in Groß und in Klein. Hier eine, glaube ich, auch relativ seltene Figur. Ein Crossover von Naruto und Lambo Bovino von Katekyo Hitman Reborn. Ich glaube, das sieht man relativ schlecht. Er hat auf jeden Fall so eine Schriftrolle im Mund und einen im Haar und ein glatter Schuriken im Haar drin. Und man macht einen auf Naruto als Ninja. Jetzt hast du so Kampfstellen, Schuriken stecken da so in sein Härchen drin. Sieht man schlecht mit meiner schlechten Kamera. Hier ein paar coole Figuren von Forces Weekly Jump zum 40-jährigen Bestehen von dem Magazin Weekly Shonen Jump. Da gab es einige ziemlich coole Sets.
auch ein kleines Crossover von Dragon Ball und One Piece. Wunderschön mit Nami und Muten Roshi. Oder von, das finde ich richtig geil, von Son Goku und Luffy. Wirklich geil, voll im Party machen. Dann ein echt süßes von Son Gohan und Chopper. Und auch von Zoro und Piccolo. Passen auch verdammt gut zueinander. Denkt man gar nicht. So, hier sind einige, ich glaube auch ziemlich seltene Karten, die bei den X-Mangas dabei sind. Ich glaube, bei den ganzen Nachdrucken sind sie nicht mehr dabei. Das sind so Tarotkarten, die ersten 10. Glaube ich, die sind. Ich weiß nicht, ob die irgendwie Sammlerwert haben oder was, aber ich halte sie einfach mal auf. Dann haben wir noch einige coole Karten von Afro Samurai, die auch bei den DVDs dabei waren. Auch richtig, richtig cool gemacht. Ich finde die Serie richtig geil. Ist zwar ein bisschen gewalttätig, aber naja. Ich finde es nicht schlecht. So, das war die Schiene und ab nach unten, wo das meiste Zeug ist. So, hier sind der Opa und Bart Simpson. Ich weiß nicht, wie die da reinkommen. Das ist wohl irgendwie so passiert. Dahinter ist ein, ich glaube auch relativ seltener Faker von Dragon Quest 9, Hüte des Himmels. Das war auch zu Animagic vor ein, zwei Jahren, wo es noch den Nintendo DS gab. Schon gefühlte 1000 Jahre her. Ein relativ seltener Fächer. Und ja, auch ein cooles Spiel, aber leider Square Enix. Das heißt, ich darf es jetzt noch nicht let's playen, obwohl ich es sehr gern würde. Dragon Quest ist einfach so genial. So, dann noch ein Wörterbuch Deutsch-Japanisch. Dann ein paar Chibi-Mangas. Unter anderem Luxus und Raccoon. Luxus ist ziemlich schön tiefgründig. Geht so ein bisschen um, ob man Geld im Leben braucht und Luxus und alles. Sehr schön. Dann noch ein etwas älteres Dragon Ball Heft mit einigen Postern und seltenen Bildern und Fanarts und sowas. Was das ist, weiß ich schon gar nicht mehr. Das habe ich schon übelst lange. Irgend so ein gehäkeltes Figürchen. Dann ein selbstgemachtes Happy aus Ton habe ich selbst gemacht. Sieht man auch, ist ziemlich kacke geworden eigentlich, aber ich finde es schon ziemlich cool. Hier ist der Arm schon mal abgebrochen, dieser kleine Hitler-Jämmchen, und der Schwanz sieht kacke aus und hat irgendwie komische Beine und der Rucksack ist irgendwie nichts geworden und hat keine Nase und keine Schnurrhaare und er schielt ein bisschen und die Ohren sind komisch, aber ich finde es schon ganz cool. So. Dann habe ich noch hier mein Konhon. Wenn ich weiß, was das ist ein Heftchen, was man auf die Manga- und Anime-Conventions mitnimmt und wo dann die anderen Besucher reinmalen und man kann da einen Haufen Sticker reinkleben. Zeige ich mal kurz, kann man auch reinschreiben und alles. Es sind noch einige Bilder drin. Ich zeige mal eins der coolsten, was ich habe. Also, ich war schon ein Weilchen jetzt nicht mehr unterwegs, deshalb ist das nicht so extrem voll gepinselt. Moment, ganz so weiter hinten. Wo war es denn? Es war auf der LBM vor ein, zwei Jahren. Es sollte eigentlich ein bisschen voller sein, aber okay. Hier war es, glaube ich, irgendwo, genau. Moment, ich hab's bald. Gott, wie lang das Video wird. Tut mir echt leid, aber. Ja, ich glaube, irgendwo hier müsste es sein. So ein Bild von Helsing, genau, jetzt sieht schon mal gut aus. Genau, hier ist es. Das sieht wirklich so geil aus. Das war bei den Helsing-Fan-Treffen, wo ich auch dabei war, zur LBM vor ein paar Jahren oder so. Hier auch. Schön Alucard. Sonst auch so schöne Bilder und nicht so ganz profimäßige Bilder und viel Text und so. Aber auf jeden Fall Happy. Ich liebe Happy. Ganz viele coole Bilder und wunderschöne Erinnerungen. Wunderschön. Echt cool. Und ein Kackhäufchen. Warum nicht? So, dann weiter hier im Text. Das Video wird so übelst lang. Tut mir leid. So, dann geht's hier weiter. Ich leg's mal hier so hin. Hier sind die Dragon Ball Magazine, die mittlerweile schon längst ausverkauft sind. Da habe ich alle 8 Magazine noch in Folie, also eingetütet. Dass sie mittlerweile einen echten Sammlerwert haben, alle mit
allen Extras drin und eine ist sogar ein Fehldruck drin, da ist bei irgendeinem Poster doppelt drin. Das wird auch ein bisschen den Sammlerwert ein bisschen in die Höhe steigen. Also ich würde mal sagen, ich habe mal kurz die Klappe und gleich geht's weiter. So, und weiter geht's. Das wird echt über eine Stunde, das Video. Gott, wie krass. Also wieder 1000 Jahre zum Hochladen brauchen, aber egal. So, wir waren hier bei den Dragon Ball Magazin. Wie gesagt, die haben alle wahrscheinlich hohen Sammlerwert und sind auch in sehr gutem Zustand. Alle 8 Hefte, das sind nicht gerade so extrem viele. Die tue ich mir lieber nicht raus, aber die sehen schon ganz gut aus, wie gesagt. Alle Extras sind drin und alles. Und ja, baue ich immer wieder ein bisschen zu, damit das nicht so ein Saustall wird. Hier kommt Happy hin, damit der weiter Happy sein kann. Hier kommt die komische Katze mal weg. Oder das komische Gestricke hier. Und darin sind einige Magical Golf Serienkarten. Ich glaube, das war von Shandy Coming Katze Demon, glaube ich. Zumindest ist es nicht von Sailor Moon, das weiß ich. Und ich glaube, es sind ein paar von Sailor Moon dabei. Das sind. Ich weiß gar nicht, wo ich die Karten habe. Ich habe es nämlich irgendwo hier. Das wäre eigentlich fast alles hier. So, dann kommst du wieder hier hin. Dann geht's weiter mit dem Dragon Ball Set Magazin. Wo ich auch relativ viele habe, wie man hier seitlich sehen kann. Alle, wenn es nicht sind, aber wahrscheinlich so locker 3/4 circa. Da werden einfach nur die Stories der Dragon Ball Set Filme in bunter Comicform markiert. Wirklich sehr interessant und auch sehr, ja, schön. Wie auch bei den Dragon Ball und bei den Dragon Ball GT Magazin, das ist auch so. Aber dazu dann ein bisschen später mehr. Hier haben wir einige schöne Buttons und unter auch von Hitelli Access Power, von Death Note, noch ein paar normale von den Simpsons, von Sailor Moon, noch ein paar schöne Shuyo Ei, also nicht Shonen Ei, sondern Shuyo Ei mit zwei knutschenden Ladies. Ja, sowas gibt's auch. Leider ist das ziemlich unbekannt in Deutschland, was ich schon ein bisschen schade finde. So Gleichberechtigung und so. Was gibt's noch alles so? Lügen bringen den kleinen Jesus zum Weinen. Habe ich auch hier. Und noch so ein schon in einer Naruto-Gedönse und so Smiley-Dinger und lauter so. Schrägstens also nicht so extrem viele. Und noch ein paar an meinen. Sie wollte es nicht, sieht man nicht, aber egal. Mein Messenger-Bag, da habt ihr vielleicht noch ein paar gesehen. So, da habe ich noch ein paar von meinen japanischen Mangas. Da habe ich mir einmal ein Manga-Band von Naruto importiert. Da war da so ein Zeugs dran. Und auch, glaube ich, eins von Defense Devil. Wie gesagt, zeitlich werde ich die Mangas wahrscheinlich auch noch drunter bringen. Da sind noch bei Defense Devil dran gepappt. Genau. Was für ein Saustart. So, darunter habe ich einige Manga-Previews von alles Manga, genau. Meistens so von 2010, 2009 rum. Das ist nicht mehr so aktuell. Und hier geht's weiter mit einem Kartenspiel von Death Note. Darunter gehen wir auf die Seite. Einige Musikkassetten von Dragon Ball Z. Vielleicht nicht alle sein, aber die ersten paar sind das. Dann, was ich gerade in der Foto habe, war eine Figur von Super Gogeta. Ne, nicht Super Gogeta. Baby Vegeta, glaube ich. Ich weiß nicht, das ist schon 1000 Jahre her, dass ich GT geguckt habe. Ich finde eine sehr schöne Figur, richtig schön cool gemacht, habe ich vom Flohmarkt. Und unter anderem habe ich auch eine Figur bekommen von. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ich ihn falsch finde. Ich glaube, das war Super Wixing Long. Zumindest der letzte Drache, gegen den Son Goku gekämpft hat, der alle 7 Dragon Balls in sich rein versammelt hat, hier in seinen Bäuchlein, in seinen 7 Pack sozusagen. Und hier habe ich noch einige Schlussanhänger von allen. Hauptmänner, Vize-Hauptmänner von Bleach. Auch wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass man sie lieber nicht als Schlussanhänger an sich benutzt. Wie man hier ganz gut an Kira und Jin sieht. Hier sieht man sie eher weniger, aber die sind relativ dreckig, also die kann man nicht so benutzen als normale Schlussanhänger. Also lieber irgendwo hin tun, wo sie schön anzugucken sind. So. Dann geht's weiter hier mit weiteren Anhängern. Hier von Chi. Also dieser nächste Katze hier. Auch Schlussanhänger, sieht auch wahnsinnig süß aus. Habe ich auch noch in der Verpackung. Würde ich eher so
ja, so präsentieren, anstatt irgendwie so anhängen. Und hier, wie gesagt, noch alle Hefte von Dragon Ball GT. Auch noch mit allen Extras, glaube ich. Also, ich habe alle Sticker noch drin, ich habe noch alle Poster, soweit ich weiß, drin. Also, das hier, was da vorne poppt an der Tür, das habe ich auch da hier, glaube ich. Gut, wahrscheinlich eher wenigen Sammlerwert haben, da das nochmal 2012 ist. Das ist von 2000, da gab es noch die D-Mark. Das war noch Zeiten, ich sag's euch. Und ja, hier noch ein paar Bilder zum Ankleben von Death Note, genau. Auch ein paar leicht schon angehauchte Bilder. Und dann habe ich, glaube ich auch noch ein paar. Hier noch ein paar von Black Butler. Und ja, ich glaube, das war schon. Da habe ich noch ein paar Stimmbänder aus Stoff von Naruto, da ich Naruto-mäßig eigentlich relativ wenig hier habe. Ist doch relativ Dragon Ball und One Piece und Bleach angehaucht. Aber ich stehe eigentlich auf alles Mainstream-Serien. Mainstream rockt einfach. So, ich glaube, das war's schon. Genau, ich habe unten auch schon alles durch. Gut, dann machen wir kurz eine kleine Pause und dann sehen wir uns, wenn ich noch Zeit habe, bei den Mangas. Bis gleich. So, hier sind wir nun bei meinen Mangas. Und ihr wisst, in einem anderen Raum, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, aber da sind relativ wenig Interessantes zum Zeigen. Außer vielleicht ein paar von meinen Konsolen hier. Konsolenschachtel von PlayStation 3, Wii U, 3DS, Game Boy Micro, der Nintendo DS und hier unten ist noch eine von der Xbox 360, die ich schon ewig nicht mehr habe. Und sonst ist eigentlich, ja, hier noch ein paar coole Poster von der Visual Kei Band Versailles. Da haben wir noch alle und sonst ist hier noch, ja, meine Nähmaschine, wenn ich ein paar Cosplays nähe, die ich alle selbst nähe. Hier noch ein Poster von der Konichi und ja, hier sind noch ein paar von meinen Cosplays drin. Die meisten werdet ihr wahrscheinlich weniger kennen, außer vielleicht das hier. Kann ich mal kurz zeigen, das ist ein, das falsche. Sieht ja fast so gleich aus. Moment, wo habe ich es denn? Hier ist es, genau. Hier ist mein Akatsuki-Mantel. Da ich auch mal als Akatsuki mal gekostet habe. Wirklich schön. Und sonst wird es eigentlich eher weniger interessant zu zeigen, da doch eher unbekanntere Charakter Cosplay. Und ja, hier ist noch ein kleines Schwertchen. So. Sieht man jetzt auch relativ schlecht aus, das habe ich selbst gemacht. Mit Styrodur, eine Art Styropor. War ja auch eine ziemlich schöne Arbeit. Aber ja, darum geht es nicht, denn es geht jetzt um meine Mangas. Dann gehe ich mal ganz kurz den Schnelldeckel auf mal durch, damit ich hier ein bisschen Zeit mal spare. Ich brauche für alles so übelst lang. Hier haben wir Dartek, Legend of the Twilight, Afro Samurai, den ersten Band, Bakuman, Beelzebub, Black Butler, Bleach 1 bis 14 und ab 50 einige. Hier habe ich auch noch einen oben. Dann wie gesagt, die Bleach Limited Edition. Vielleicht ist die gar nicht so bekannt, ich weiß gar nicht. Limited Edition 2013, genau, Tite Coupeau in Germany, sieht man jetzt sehr gut. Genau, Mask war das, genau, da war das Dings her. Bleach Mask habe ich auch noch. Dann ersten von Bloodlet, Codebreaker, Darkwater, Death Note Black Edition einige, Death Note Band 13, dann die beiden Death Note Romane, Another Note und L Change the World. Einen Band von Detective Conan Short Stories, die Special Black Edition, die sich einzig und allein auf die Fälle der Männer in Schwarz konzentriert, also schon relativ dicker Wälzer mit 500 Seiten. Dann noch alle Bände von Die Fenster, eine Serie, die ich jedem ans Herz legen kann, die leider sehr unbekannt ist. Wirklich sehr zu empfehlen. Dann noch alle von DNA 2. Wo ich auch den seltenen Sammelschuber habe, der ist hier oben. Dann taucht alle Bände von Dragon Ball. Hier habe ich noch ein Heftchen, was beim Film Z dabei war, von One Piece. Hier noch zwei Bände von Osama Games, die ich auch mal irgendwann hier reinstellen möchte, aber wenn ich da was reinstelle, das dauert übelst lang, weil ich alles verrücken muss. Auch sehr zu empfehlen, richtig geil. Dann noch ein paar von Dragon Ball Z Anime Comic und Dragon Ball GT Anime Comic.
einfach nur S und Absolut M, zwei Bände von Elfenlied, ein paar von Fairy Tail, den einzigen schon Ei, den ich besitze, Gakuen Heaven, aka Boys Love Hyper, da ich den hier, super Fall runter, sehr professionell, da ich den blauen Typen hier mal gekostet habe, aber ich hinterher mal kein Bild ein, das ziemlich scheiße war. Ach, egal. So. Dann geht's weiter mit Guns, Get Backers, Gothic Spots, einen sehr guten Deutsch-Manga. Und naja, da geht's auch um Fußball. Also ich bin schon ein bisschen leicht Fußballfanat, wenn es Manga und Anime und Game-technisch geht. Echte Fußball finde ich irgendwie langweilig. Dann geht's weiter mit Heads, eine Serie, die ich allen Szenen oder besser gesagt Leuten empfehlen kann, die eher auf erwachsenere, psychologischere, tiefgründigere Manga stehen. Dann Hellgirl, High School of the Dead, I Am a Hero, Judge, dann ein paar von den Kingdom Hearts Mangas, da habe ich nur so ein paar, nicht zu viele. Magatsu.com, hier habe ich noch Kekkaishi, einige Naruto Bände habe ich auch nicht so extrem viele, nur den ersten bis 6 und dann ab 27 bis glaube ich 50 und dann 57, hier nur die Schriften des Trio und der erste Roman von davon. Night at Genesis, Patch of Powers, Princess of Resurrection, The Royal Tale Orchestra, Scary Lessons, ein paar Bände von School Rumble, Selbstmordclub, einige von Solita, Welcome to the NHK, die 10 Klemmbände, einige von Banzai, die ich auch so ein kleines bisschen sammle, aber ich will nicht alles sammeln, da es doch relativ viele sind. So. Und hier noch die paar, die japanisch holz, sehe ich auch nochmal kurz. Den ganzen Aufwand habe ich einfach doppelt. Und das sind hier meine japanischen Bände. Die Fenster 1 und 2. Und hier Naruto Band 50, glaube ich. Das deutsche. Deutsche Version davon, die sieht, wo ist es denn? Moment, ich bin leicht verwirrt. Egal. Für mich das finde ich auch noch importiert, da ich das Cover ziemlich cool fand. Wirklich verdammt geil gemacht. Und ja, das sind meine paar japanischen Mangas. Das sind noch meine doppelten. Hier habe ich noch eine Manga Power und hier auch noch ein paar doppelte Banzais. Und ja, das war so im Großen und Ganzen meine relativ noch kleine Manga-Sammlung und ja, bis bald. So, und am Ende unserer langen Roomtour sind wir wieder hier am Schreibtisch angelangt. Tja, ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei dieser doch verdammt langen Roomtour. Ich dachte, wir würden nur so 20 Minuten gehen, aber jetzt sind wir doch schon bei über einer Stunde. Tut mir echt leid, aber naja, hat sich doch ein bisschen länger gezogen, wie gedacht. Aber ich hoffe, ihr hattet sehr viel Spaß und ich habe einen kleinen Einblick bekommen über meinen Lebensstil, sag ich mal. Und ja, ich hoffe, es war nicht zu angeberisch von meiner Seite aus, aber ich würde schon sagen, ich bin über meine Sammlung, die ich mir jetzt in 7, 8 Jahren so angesammelt habe. Also ich bin seit ich 15 oder 16 bin jetzt so richtig in der Gaming- und Otaku-Szene so drin. Und seitdem habe ich doch alles so eingerichtet, wie ich es für schön finde. Also blöd gesagt, alles was hier rumsteht, habe ich mit meinem eigenen Geld selbst bezahlt. Von meinen ganzen Jobs, die ich bisher hatte und von meinen ganzen Nebenverdiensten und alles. Alles was da steht, habe ich selbst bezahlt. Ich habe die Wand selbst gestrichen, ich habe die Möbel selbst gekauft, ich habe alles so eingerichtet, wie ich es mochte, alles selbst importiert, alles selbst gebastelt, alles selbst getan und getutet. Jedes Spiel, jeder Manga, jeden Anime, jeden Film, alles selbst bezahlt von meinem eigenen Geld. Deshalb kann ich schon ein bisschen angeben. Zumindest ein kleines bisschen. Denn über das alles bin ich schon sehr froh. Und übrigens, ich bin 23. So sieht meine Bude aus. Tja, so viel zu, werd doch mal erwachsen. Ich werde es nie. Zumindest wissen die Freunde, ich finde, die alles umkrempeln und alles, was hier ist, verschwindet. Gott sei Dank bin ich Single. Oder ich muss einfach eine Freundin suchen, die auch so viel Zeug hat, aber das ist doch ein bisschen schwer hier auf dem Land. Aber wer weiß, vielleicht finde ich eine. Aber ja, ist ein anderes Thema. So,
Okay, dann würde ich sagen, ich hoffe, ihr hattet jetzt, wie gesagt, viel Spaß bei meiner kleinen, doch langen Roomtour. Jetzt gibt es noch eine kleine Credits mit so ein paar Kanalinformationen, die euch vielleicht auch interessieren könnte. Also, wie viele Klicks ich bekommen habe bisher, wie viel, ja, welches Video am meist geklicktesten war und wie viele Daumen nach oben und wie viele Kommentare ich bekommen habe und alles. Ist doch eigentlich sehr interessant. Und ja, wie gesagt, danke fürs Zugucken und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Es ist doch relativ lang gewordenen Roomtour. Und meine noch ein kleiner Tipp von mir. Seid wie ihr seid, aber werdet nie erwachsen und lasst immer das Kind an euch bestehen bleiben. Bis dann. Ciao.